Ja! Oh, gotta go fast! Wir finden hier wieder unser Gefährt mit irgendwelchen Knöpfen. Oh, das ist cool. Und wir sehen wieder sehr cute aus. Wir können hier auch rumspringen. Ich habe den Vorgänger auch richtig gefeiert. Ich fand das voll toll. Es ist ein Spiel, was mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, der erste Teil. Deswegen freue ich mich jetzt so sehr, dass wir den zweiten Teil schon anspielen können. Ich glaube, wir müssen damit anfangen, dass wir jetzt hier unser Segel mal hochheben, ne? Guck mal. Aha, was ist das? Was ist das Symbol hier? Können wir auch nach unten? Warte mal, kommen wir hier? Oh, hier können wir rein! Oh, da sind wir schon wieder in unserem ja, Bötchen drin jetzt, ne? Das letzte Mal sind wir ja einfach durch so eine, ja, durch Prärie vor allem auch viel gefahren, ne? So, einmal noch in die andere Richtung laufen, dass wir einmal noch gucken können. Das wäre, glaube ich, ganz klug. Kann es sein, dass wir den Mast noch nicht hätten hochmachen dürfen, wenn wir noch hier irgendwo aus dem Tor raus müssen? Ah, wir gucken mal. Da geht's in die große, weite Welt hinaus. Wir wollen in die große, weite Welt hinaus. Das wollen wir definitiv. Ich mag das Setting jetzt schon. Wie komme ich hier jetzt wieder weg? Bei dem Spiel kann man sagen, geht es darum, dass wir mit unserem Gefährt durch eine Welt fahren. Und diesmal im zweiten Teil ist es anscheinend, ja, das Meer, dass wir durchs Meer fahren. Und wir müssen die ganze Zeit das am Laufen halten. Ich wäre beinahe runtergefallen und gestorben. Wie komme ich da jetzt an die Leiter wieder an? Oh nein! Was habe ich getan? Oh, oh, was? Wir können tauchen! Wie komme ich hoch? Wie kann ich hoch? Ah, wie kann ich hoch? So drehe ich mich? Wie kann ich hoch? Ich drücke hoch. Ich drücke hoch. Okay, es klappt. Kurz mal lost sein mit der Steuerung. Wir haben so einen Propeller einfach um den Hals bekommen. Das ist schon ziemlich witzig. Das ist voll praktisch. Hier ist ja auch irgendwie so ein Haken oder irgendwas. Da oben auf dem Mast ist auch irgendwie so eine Leuchte noch. Wir gehen mal ganz nach oben. Ich weiß nicht, ob wir damit das Segel hochziehen. Wahrscheinlich, ne? Aha. Ah, wir halten es fest und dann springen wir hier runter. Oh, wie cool. Aha, und dann ist dafür vielleicht, warte mal, ist dafür das Ding hier? Machen wir das da fest vielleicht? Ja, wir machen es da fest. Oh mein Gott, es geht los. Wir fahren los. Oh. Oh, voll schön. Aber auch irgendwie traurig, ne? Hier gab es irgendwie Überschwemmung. Uiuiui. Jetzt können wir das hier auch festhalten, ne? Ist das hier? Ah, oha. Oh, volle Segel. Oh, oh, oh. Wir sind sehr schnell. Hui. Diese Segel sehen nicht so safe aus, ehrlich gesagt. Ist das dann zum Bremsen? Und wenn wir jetzt so das nach hinten ziehen, dann machen wir die Säge wieder auf. Merkt ihr, wir werden schneller. Zack. Jetzt geht's los. Können wir das hier einrasten? Wir werden langsamer. Ich glaube, wir müssen das wirklich dann festhalten. Kann das sein? Ist es wieder zugeklappt, unser Säge? Oh, könnte es sein, dass wir hier hängen bleiben? Ja, wir können da wirklich hängen bleiben. Oh, okay, das ist gefährlich. Entschuldigung. Schieben und ziehen. Jetzt geht's fix. Los, mach. Nein, nein, stopp, mach. Nein, mach. Verdammt. Ich bin doch dagegen gerade. Habt ihr es gesehen? Ich bin doch hier gegen gesprungen. Hat es nicht geklappt? Ihr habt doch hier gegen gedrückt. Warum hat das nicht geklappt? Okay. Hui. Das macht voll Spaß, dass man da oben einfach so runterspringt. Oh, der Wind, der pfeift uns ins Ohr. Man muss erst das Segel losmachen und dann kann man das runterklappen. Verstehe, verstehe. So, jetzt geht's hier hoch. Ich würde gerne einmal ins Wasser und mal gucken. Ui! Oh, wie geil. Ganz richtig. Gotta go fast machen. Weiß nicht, ob uns irgendwann der Atem ausgeht. Es sieht nicht gut aus da mit dem Segel. Also. Das mit den Funken hier. Okay, dann gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier hoch. So. Hm. So, ich bin natürlich Profi. Ich kenne mich natürlich mit Sägewerken aus, ist ja klar, ne? Wir müssen das jetzt hier so hinmachen. Ich bin Expertin, ne? In Sägewerken.
Komm mit. Okay, jetzt reparieren wir das erstmal hier. Ich bringe das mal mit. Wir gucken mal, ob wir das jetzt reparieren können. Klettern wir damit auch hoch noch? Können wir damit hochklettern? Ja, können wir. Ach, wie süß, wir tragen. Habt ihr es gesehen? To the rescue. Klappt es so? Okay, dieses Kännchen, das brauchen wir unbedingt. So, dann legen wir jetzt den Hebel um, ne? We did it. So, jetzt aber ganz schnell hier aufs Boot wieder rauf. Können wir da so... Ui! Ich dachte, wir können da raufspringen von da. Ah. So, wir sind bereit. Wir haben ein tolles Kännchen. Oh, es ist nur noch... Oh, das hat einen Füllstand. Ist nicht gut. So, ich glaube, wir können unser Segel wieder hochmachen. So, schieben, 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 los. Hat's, nein, ah. So, es muss klack machen. So, komm. Hui. Eigentlich müsste ich mir schon längst die Knöchel gebrochen haben bei dieser Aktion. Boah, ich finde es richtig schön, muss ich sagen. Jetzt müssen wir irgendwie das Segel nochmal neu ausrichten. Oh, guck mal, irgendwie verändert sich gerade das Licht. Das ist ein Hirsch. Oh, hallo. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, da hinten sind ganz viele Hirsche. Oh. Oh Gott, ganze Häuser sind da im Wasser. Oh, oh. Wir sind ganz schnell jetzt, ne? Ah, irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Was ist das? Was ist hier? Ah, was ist das? Oh, was ist das? Müssen wir jetzt schneller fahren oder weniger fahren? Oder was? Oh Gott, war das ein Erdbeben? Was war das denn? Da hast ganz doll geruckelt. Sind wir über irgendwas rübergefahren? Sollen wir mal nachgucken? Was war das denn? Das klang, als wären wir über irgendwas rüber. Oh oh. Sind wir hier über so einen Hügel rüber oder war das ein Erdbeben? Hier ist halt nichts. Ich glaube, wir sind nicht über diese Steine rüber. Ich glaube, das war einfach ein Erdbeben. Look at me in my propeller. Nun gut. Weiter geht die wilde Fahrt. Süße Patschegeräusch. Ui. Zack. Seht ihr, wie profimäßig ich hier unterwegs bin schon? Ja, da oben bei dieser Fahne sieht man, glaube ich, wirklich die Geschwindigkeit. Jetzt ist sie ganz oben. Wahrscheinlich ist das Höchstgeschwindigkeit. Stopp! Nein! Nicht gut! Ich fahre sehr schnell. Ich habe es heil gemacht. Gut, dass wir das Kännchen mitgenommen haben. Eieiei. Wo sind wir jetzt hier gelandet? War das mal ein Bahnhof? Schaut mal, da so eine Uhr. Eieiei. Können wir da... Oh, da müssen wir rüber, oder? Ah! Fast. Ah ja. Kann man da rein? Nee. Das müssen wir, glaube ich, aus dem Weg räumen hier, das Teil. Es ist ein Bahnhof, ne? Ich glaube auch. Oh, was ist denn mit dem Auto passiert? Das sieht so aus, als könnten wir dieses Ding hier benutzen, um es an unser Fahrzeug ranzumachen. Es ist so ein Dampflok-Zeugs. Was ist es? Feuer. Feuer machen? Feuer machen. Ich dachte nämlich jetzt... Oh, ah, so klappt's. Ich dachte nämlich jetzt, wir müssen hier einfach erstmal dahin und dann oben an diesen Hebel irgendwie ran. Aber es geht so anscheinend. Ja, jetzt läuft der Gerät. Da können wir aber immer noch nicht hin. Ich kann aus irgendeinem Grund auch hier nicht hin. Los, Feuer! Es klappt! Ja! Es war sehr komisch, dass ich da oben nicht raus konnte. Oha! Jetzt geht jetzt hier eine richtige Lok rein. Ist das unser neues Gefährt jetzt? Ach, jetzt können wir wieder aussteigen. Das ist aber freundlich. Wir wollen ja in die Richtung, ne? Wir wollen ja eher dahin. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier das wieder anfeuern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo? Es ist leer. Lass mal gucken, ob wir da noch was finden. Vielleicht finden wir noch mehr. Ja, schaut mal da. Krass, was ist denn das hier alles? 5000 Fahrzeuge oder wie? Ich glaub's nicht. Was bist du? Was bist du? So, das nehmen wir erstmal mit. Vielleicht müssen wir das abholen, das Ding. Patsch, patsch, patsch. Hui. Ich weiß nicht, ob die Richtung jetzt die richtige ist. Ich glaube, hier können wir nicht hin, ne? Lasst uns nach da fahren.
Wir fahren volle Kraft voraus. Jetzt können wir das da festmachen, oder? Dann können wir das hier wegziehen. Und? Machst du dich daran fest? Ja! Nice. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Reicht das noch? Ich feuer dich an, damit du einfach noch schneller wirst. Wir fahren mal so weit, wie es geht. Muss ja irgendwo eine Lücke sein. Nein, nicht gut. Sind wir weit genug gekommen? Und was, wenn wir nicht weit genug kommen? Was bist du denn jetzt? Was machen wir mit dir? Können wir dich da auch verfeuern? Ja, das geht. Eigentlich wollen wir ja auch das Ding da aus dem Weg räumen, was wir da gesehen hatten. Frage ist, wie stoppen wir jetzt? So stoppen wir. Okay. So, jetzt könnte man hier, glaube ich... Aha! Aha! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Moment, wir ziehen unser Gefährt nach oben. So geht's auch. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist, aber lass es uns mal versuchen. Vielleicht können wir uns über dieses Hindernis rüberziehen. Ich hätte eher gedacht, dass wir das Hindernis unten im Wasser wegziehen. Aber okay. Vielleicht auch nicht. Warte mal, jetzt ist das da fest. Jetzt können wir hier nichts mehr machen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir auf der falschen Position gerade waren. Ich glaube eher, dass dieser Haken an das Hindernis da muss. Ach, hier können wir durch! Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Warte, dann haben wir das? Moment, was tut das denn jetzt? Ist es jetzt ein Bohrer? Oh. Was? Wir haben wieder so eine Dampfmaschine jetzt unten drin. Oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Okay, was? Was? Okay, krass. Die Frage bleibt, wie kriegen wir dieses Ding weg? Probieren wir das jetzt mit unserem komischen Gefährt hier zu machen? Und wo geht's überhaupt rein? Kommen wir da rein? Da war doch so ein... Ah ja, hier kommen wir rein. Oh mein Gott. Ah, und aus dem Wasser kommt man da auch rein. Wie lustig. Ach, okay, das ist so eine Tauchluke. Verrückt. Aha. So feuern wir das hier an. Das kommt mir sehr bekannt vor. Hier haben wir so ein Kännchen. Das machen wir hier ran. Malmen wir das jetzt einfach kaputt davon? Könnte das sein? So, das kennen wir jetzt hier schon. Los, wir schieben es einfach weg. Ganz im Ernst. Wir sind stärker als dieses Tankabteil. Ja! Oh, gotta go fast! Hoho! We got the power! Abfahrt hier! Guck mal, wie eifrig wir da sind am Segeln dran, so. Oh. Ja, krass. Es ist ein Multifunktionsgefährt jetzt. Wie cool das aussieht, oder? diese Paddel sind voll gut. So, jetzt, wenn wir jetzt noch, pass auf. So, jetzt, wenn wir jetzt richtig Abfahrt machen wollen. Oh, was? Nein! Das war die Demo. Das war schon die Demo. Das war plötzlich. Das war schön. Das war sehr schön, aber jetzt möchte ich weiterspielen. Jetzt will ich weiterspielen. Das ist das Traurige an Demos, Kinder. Es war eine schöne und wilde Fahrt, aber jetzt ist sie leider vorbei.